müssen uns auf Ciri konzentrieren. Was glaubst du, will Avalach von ihr? Das gleiche wie Eredin, nehme ich an. Er will sie benutzen, um ein Tor zwischen den Welten zu öffnen. Thank you.
Riss rein. Und nur ganz kurz, weil... Genauerchen, kommen wir beide durch? Nein, du musst alleine gehen. Ich komme mit Ciri zurück. Ich weiß. Agoret, Cheygane, Agoret. Jetzt, Gira! Und bestell Amalach! Herzliche Grüße! Geralt, wie bedauerlich. Ich hatte gehofft, dass du dies nicht mit ansehen musst. Wo ist Ciri? Ganz nah. Hör zu. Sei still. Mir reicht es mit deinem Scheißdreck. Zieh die Waffe, bringen wir es hinter uns. Darauf falle ich rein? Da irrst du dich gewaltig. Ich habe dir einmal vertraut. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich bin nicht dein Feind. Ich helfe Cirilla doch nur. Ich glaube dir nicht. Kann ich nicht. Nicht nach all dem. Glaubst du denn mir? Avalach sagt die Wahrheit. Ich habe ihn gebeten, mir beim Öffnen des Turms zu helfen, den ich betreten will. Zum Teufel tust du das? Die wilde Jagd ist besiegt. Die weiße Kälte aber nicht. Die Prophezeiungen sind wahr. Ich habe Welten gesehen, die in Eis gefesselt sind. Ich weiß, was euch erwartet. Nur das ältere Blut kann die weiße Kälte aufhalten. Nur ich kann es. Du musst dieses Opfer nicht erbringen. Da liegst du falsch. Die weiße Kälte ist unvermeidbar. Sie wird die Welten einfrieren, eine nach der anderen, und alles Leben vernichten. Nur ich kann die Zerstörung verhindern. Ich habe lange darüber nachgedacht. Mein Entschluss steht fest. Es muss einen anderen Weg geben. Was weißt du schon vom Weltenretten, Dummkopf? Du bist ein Hexer. Das ist meine Geschichte, nicht deine. Lass sie mich zu Ende erzählen. Viel Glück, Ciri. Vielleicht hätte ich es dir sagen sollen. Vielleicht hättest du es doch verstanden. Ich kenne dich besser, als du glaubst. Lass mich nicht warten. Thank you.
Ich würde dir glauben, wenn du mir eine Bunthose aus Batist mit Monogramm zeigen würdest. Du würdest sicher sagen, ich hätte sie gestohlen. Idioten. Du warst doch verabredet. War ich. Gut. Wo trefft ihr euch? Bei der Jagdhütte. Der Alte war mir schon immer wohlgesonnen. Er hat gespürt, dass ich ein Familienmensch bin. Ein Mann des Friedens. Gutmütig, wie er selbst. Er hätte mich niemals enteignet, wenn meine Schwester diese Hexe nicht gewesen wäre. Wie heißt er noch gleich? Julian Alfmund. Glaubst du hast es schwer? Du hast ein Dach über dem Kopf. Das ist besser als nichts. Bevor die schwarzen Büsima belagerten, haben sie die Vororte niedergebrannt. Du redest größeren Schwachsinn als eine Mittagserscheinung. Ist kalt geworden. Verfluchte Scheiße! Verfluchte Ohrbusche! Hilf mir! Suchst du Ärger? Hast du dir das ausgedacht? Geralt wird für mich bürgen. Sag's ihm. Ich hab immer erzählt, dass ich ein Viscount bin. Stimmt. Hast du immer erzählt. Aber überprüft hat's keiner. Was soll denn diese Viscount-Geschichte jetzt auf einmal? Nun, wenn wir dieses gottverlassene Drecksloch verlassen, werde ich mein Erbe zurückfordern. Die Titel und Ländereien, die rechtmäßig mir gehören. Hast du Pläne für die ganzen Ländereien und Titel? Ich nehme sie in Besitz. Natürlich ist da noch die Sache mit der Nachkommenschaft. Ach ja, heißt das, du hast endlich ein Mädchen für den großen Rittersporn gefunden? Mein lieber Freund und Kamerad, mein Herz gehört der einzig wahren Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. Dein Herz vielleicht schon, aber der Rest deines Körpers? Das ist eine Unterstellung. Und ich sollte dich darauf hinweisen, dass du mit einem Graf... Deswegen muss sich der Herr Graf doch nicht so aufregen. Er sollte uns lieber sagen... Sie hat sich fast wieder ganz erholt. Sie singt sogar wieder. Danke für deine Hilfe damals, Geralt. Hat mir viel... Dazu sind Freunde doch da. Sag ihr liebe Grüße von mir. Keine Sorge, das werde ich. Ich gebe ihr sogar einen Kuss. Ein wenig von dir. Ich gehe auf Hasen. Gegen einen Haseneintopf hätte ich nicht. Ich sammle lieber Kräuter und Gewürze. Ein Eintopf ohne Thymian. Ja, auf den Feldern sprießt. Und genau darum hole ich mir Kräuter aus der Küche. Ach, bis dann. Geralt, Kumpel. Geralt, Kumpel. Mutant. Die Sauer mit... Was war das denn für... Das war mein... Jetzt hast du bestimmt noch mehr Stamm. Eigentlich habe ich mit... Ich verstehe nicht, wie... Was war das denn für Zeug? Das... Jetzt. Ich ver... Das war... Jetzt. Eigentlich... Ich verstehe... Bis dann. Hey! Wer hätte gedacht, dass der Gaul mich nach all den Jahren wiedererkennt? Sie sind klug, wachsen einem ans Herz, so wie unser eins.
Hab schon Offiziere um ihre toten Pferde weinen sehen. Aber klagende Frauen und schreiende Kinder sind ihnen scheißegal. Schön zu sehen, dass das Pferd in guten Händen ist. In den besten. In denen seines Besitzers. Hast du mich vermisst, Gulden? Ja? Sieht ganz danach aus. Er ist losgerannt, als er dich gerochen hatte. Hat dabei alle umgerannt. Hast du gehört, ob ihm jemand hinterhergerufen hat? Verdammte Achselhöhlen oder so ähnlich? Es gibt nur einen, der so lustig flucht. Mein Nachbar Mirko. Er hat auf Gulden aufgepasst, als ich weg war. Ich muss zu ihm. Er macht sich bestimmt Sorgen. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit, dass du Gulden hinterhergerannt bist, um zu sehen, ob es ihm gut geht. Aber die Bauern sterben. Würdest du mir im Hof zur Hand gehen? Die Bäume müssten beschnitten werden. Auf der Jagd, Meister Hexer? Dachte, du hättest die Gegend hier schon beim letzten Mal von Monstern befreit. Ach, diesmal jag ich Hasen. Ach so. Vielleicht willst du heute Abend bei uns vorbeikommen. Werker backt einen Kuchen. Ich weiß nicht, ob... Wie du willst. Du bist jedenfalls immer willkommen. Mutant. Der Dings da. Sie ist schon los. War sie wütend, dass sie warten musste? Nein, konnte es kaum erwarten, loszuziehen. Hat die Tarndüfte und Fangeisen ganz allein vorbereitet. Gibt eine gute Jägerin ab, oder? Nein, zu ungeduldig. Schnappt sich die Hasen bestimmt mit der Hand und steckt sie dann selbst in die Fallen, weil sie ihr zu langsam sind. Wo ist sie hin? Nicht weit weg, da lang. Mach's gut. Keine Lust mehr auf die Hasenjagd? Nicht so richtig. Und jetzt? Nichts. Sitz nur hier rum und warte auf dich. Echt schön hier. Warte erst, bis du Dol Blatana im Winter siehst und die blauen Berge. Wir gehen nach Osten, wenn der Schnee schmilzt. Wir sind schon etwas zu lange hier. Du hast versprochen, mir noch das Greifennest zu zeigen, bevor wir gehen. Lass uns jetzt gehen. Wir sollten die Fallen holen. Mislav wird sie einsammeln. Und wir sollten versuchen, unterwegs noch was zu jagen. Heute früh gab's nichts Wichtigeres als die Hasen. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich nur mit dir spazieren gehen. Na dann los. Das Nest ist nur den Hügel rauf. Vielleicht ist der Greifenkadaver noch da. Prächtig. Heute sollten wir eigentlich trainieren. Morgen, bei Sonnenaufgang, ja? Ich sollte dich fordern, so wie in den guten alten Zeiten.
Ist bestimmt schon eine Weile her, dass dir jemand gezeigt hat, wie viel du noch zu lernen hast. Vorsichtig jetzt. Hör auf, den Lehrer zu spielen. Ciri, warte, da ist was im... Du musst mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. Ciri! Einen Tick schneller. Hätte nicht viel gefehlt und du hättest jetzt keinen Arm mehr. Aber ich hab ihn noch. Er ist tot. Wo liegt das Problem? Du bist wütend, wolltest deinen Ärger rauslassen. Aber das nächste Mal. Verstehst du's nicht? Es wird kein nächstes Mal geben. Ciri, wovon redest du da? Tut mir leid. Es ist nur... Es geht mir nicht gut. Willst du zurück? Also gut. Schluss jetzt. Lass uns Fische fangen. Ich werd verrückt. Sollen wir verschwinden? Nein, auf keinen Fall. Hier muss es jede Menge Barsche, Brassen und Döbel geben. Frische Döbel. Wäre das was? Hätte nichts dagegen. Aber wollen wir hier warten, bis er verschwindet? Nein, wir verscheuchen ihn. Wie denn? Ich improvisiere. Warte hier. Ich zeig dir das. Ein alter Hexertrick für harte Winter. Nicht gerade feinsinnig, aber... Effektiv. Aber nicht nachmachen. Und warum zeigst du es mir dann? Nur für den Fall. Man weiß nie, was unterwegs also passiert. Gehen, was dein Leben retten könnte. Ist das kalt. Du hast mich in Kaer Morhen nie Huckepack getragen, weißt du noch? Nur Wesemir. Musst du mich jetzt daran erinnern? Du bist nicht gerade leichter geworden. Ja.
Hey. Siri? Wir sollten umkehren. Weißt du noch, wie du mich am Pendel trainiert hast? Welche Angst ich hatte, es niemals zu schaffen? Und wie du mir verboten hast, aufzugeben? Mein ganzer Körper war ständig grün und blau. Das Pendel war ein Albtraum. Wie könnte ich das vergessen? Diese Zeit in Kaer Morhen, sie ist so schnell vergangen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander verbracht. Ich hatte fast vergessen, dass es heute soweit ist. Sie sind wegen mir hier, Geralt. Ich gehe nach Nilfgaard, zu Emhyr. Ich weiß, du hast etwas anderes erwartet, aber... In Vysimar habe ich lange mit meinem Vater gesprochen. Eigentlich haben wir gestritten und uns dann getrennt. Dann ist ein Bote gekommen mit einem Brief. Ich hatte zuerst nichts gesagt, weil ich mir nicht sicher war, und dann... Ich habe erkannt, dass ich nicht mehr weglaufen darf. Ich will etwas verändern und das geht nicht, wenn ich in irgendwelchen Dörfern Monster jage. Dazu muss ich dort sein, in Nilfgaard. Ist das deine freie Entscheidung? Wenn du damit unterstellst, dass Yennefer dahinter steckt, dann ist die Antwort nein. Toll. Weiß sie überhaupt davon? Nein. Und ich würde sie auch gern da raushalten. Das darfst du ihr gern selber sagen. Du hättest es mir sagen können, mich warnen können. Das wollte ich auch, aber ich wusste nicht wie. Ich war glücklich hier. Ich hatte Angst, alles kaputt zu machen. Ich wollte jeden Moment auskosten. Dann bei dem Nest vorhin. Das war es also. Ich wollte dich nicht bedrängen, es mir zu sagen. Ich dachte, wir hätten Zeit. Viel mehr Zeit. Ist es das, was du willst? Ja. Du willst mich nicht aufhalten? Mich mit Gewalt in die blauen Berge bringen? Ich bin auf der Suche nach dir nicht um die halbe Welt gereist, um dir jetzt etwas aufzuzwingen. Ich weiß... Alles wird gut. Du bist eine Hexerin. Wir brauchen uns nicht zu verabschieden. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen. Du weißt, wo du mich findest. Du kannst unmöglich die ganze Zeit in Kaer Morhen bleiben. Wie auch immer, du wirst mich finden. Ja. Vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Wer weiß, vielleicht hilft es dir dort.
Der dritte nördliche Krieg endete mit dem totalen Sieg des Angreifers aus dem Süden. Ohne Radovids taktisches Genie konnten die Nordländer den unzähligen Legionen Emir war Emreis nicht widerstehen. Schwarze Banner wehten über Novigrad und Redanien. Emir war Emreis hatte die Überfälle durch temerische Partisanen satt und willigte ein, Temerien zum kaiserlichen Vasallenstaat zu machen. Die Rebellen legten die Waffen nieder und der Kaiser konnte seine Streitkräfte an andere Fronten schicken. Und so bekamen die Temerier, ausgerechnet durch Nilfgaards umfassenden Sieg, ihr Land zurück. Eine weitere Ironie der Geschichte. Als er mit Radovid fertig war, verfuhr Emhyr mit seinen inländischen Feinden auf die gleiche Art. Emhyrs Spione denunzierten alle, die gegen ihn konspiriert hatten. Händler, Soldaten und Aristokraten. Die Meuterei hatte das Planungsstadium zwar nie verlassen, doch der Kaiser zeigte wie üblich keine Gnade. Der Kontinent versank im blutigen Krieg, doch Skellige erblühte unter der erleuchteten Regentschaft von Ceres. Anders als ihre Vorgänger ließ die junge Königin nicht an fremden Gestaden plündern. Sie kümmerte sich um ihre eigenen Leute und um ihr eigenes Land. Der Inselstaat Skellige prosperierte, auch wenn seine einstigen Zähne abgestumpft waren. Nach Jahren des Exils kehrte Ciri nach Nilfgaard zurück, ihre Heimat väterlicherseits. Emhyr bereitete sich darauf vor, sie zu seiner Nachfolgerin zu machen. Die junge Frau brachte die notwendigen Eigenschaften mit, das ist zu unterstreichen. Vom Vater hatte sie den politischen Instinkt einer Kaiserin geerbt, von Geralt den Sinn für menschlichen Anstand übernommen. Diese Eigenschaften vereinen sich selten in Herrschern, ein Jammer. Während die Regenten Grenzen und Völker verschoben, zogen der Hexer und Yennefer sich in ein ruhiges Leben, fern aller Politik, zurück. Sie frühstückten nachmittags, meistens im Bett, und verbrachten die Tage mit langen Spaziergängen und Gesprächen. Langweilig? Vielleicht. Doch dies hatten sie sich mehr als alles andere gewünscht.